Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barbecue aus Lichtendorf. Ihr seht, wir stehen an der Feuerplatte. Unser Onsenkamin ist voll mit Kohle, den lassen wir gerade vorglühen. Und was wir heute daran machen, das seht ihr gleich. Viel Spaß dabei. So Freunde, ich habe mir jetzt zwar so Churrasco-Spieße zugelegt, bei meinem Grillhändler des Vertrauens, die verlinke ich euch mal unten drunter, wo ich die gekauft habe, haben gar nicht die Welt gekostet, ich glaube ein 10er pro Stück oder sowas, sind schon die längsten, diese Daten, haben jetzt 80 cm bis zum Griff, ordentlich, wir haben glaube ich 75er Feuerplatte unten und die werden wir heute bestücken und wie wir das machen, dann seht ihr jetzt. Ich habe hier 300 Gramm Rinderhack besorgt von der Theke, zwei Mettwürstchen habe ich, dann habe ich hier 7 Chorizos, und Hähnchen, Chicken Wings, habe ich besorgt. Dann machen wir einen Spieß mit den Chicken Wings und einen Adana Kebab da vorne noch drauf. Und auf dem anderen Spieß machen wir uns unsere Chorizos und unsere Mettwürstchen. Fangen wir an mit unserem Hackfleisch hier, mit unserem 300 Gramm reines Rinderhackfleisch. Dann nehme ich jetzt hier ein bisschen Klappscharfgewürz von Klaus. Das passt ziemlich gut dazu. Sagen wir, auf die 300 Gramm nehme ich jetzt hier einen guten Esslöffel, anderthalb Esslöffel. Dazu gebe ich ein bisschen Fleur de Sel. Gar nicht so viel, ich sag mal einen halben Teelöffel, reicht schon. Und das mischen wir jetzt richtig schön durch, bis das Eiweiß anfängt auszutreten. Das Spiel kennt ihr ja. Einfach schön durchkneten, mal 2, 3, vielleicht 4 Minuten lang, ist ja nicht so viel. Und dann stellen wir das gleich beiseite. So Freunde, unsere Chicken Wings haben wir jetzt hier vor uns liegen und da müssen wir gucken, dass wir gleich den Spieß, da gibt es ja einmal den Bollen und einmal den mit den zwei Knochen drin, den Flügel. Da müssen wir gucken, dass wir da unseren Spieß gleich ordentlich durchbekommen, aber dann wird der da so rumflattern, das möchte ich nicht. Deswegen nehmen wir jetzt ein Messer, legen das hier hin, schneiden uns die Haut hier oben ein, bis wir merken, wir sind auf dem Gelenk. Seht ihr da? Packt beide an, brecht das durch, dann seht ihr, dann bricht der Knochen, dann setzen wir daneben an und ihr schneidet einfach durch, ohne dass ihr eure Messer kaputt macht. Eigentlich ganz einfach, kann jeder, nichts Schweres und euer Messer bleibt heil und scharf. Das machen wir mal eben mit allen. So, wenn wir unsere Flügelchen so klein gemacht haben, also alle geteilt haben, gebe ich einen kleinen Schuss Olivenöl da drauf. Nur, damit wir die benetzen können, damit unser Rub jetzt besser anhaftet, könntet ihr auch einen Saft nehmen, Bier nehmen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt einen Schuss Olivenöl, ich lasse das ja nicht einmarinieren, wir grillen das gleich sofort weg. Darauf geben wir jetzt mal großzügig, sage ich mal, 4-5 Esslöffel von dem Goldbräuler-Gewürz. Und jetzt fangen wir an, dass wir die richtig schön durchmischen, dass die überall benetzt sind mit dem Rub und mit dem Öl. Mischt auch einfach 2-3 Minuten durch, ganz locker weg. Dann seht ihr, was ich schon für eine schöne Farbe bekomme. Herrlich. So Freunde, dann haben wir hier unseren Spieß und dann wollen wir mal anfangen, den zu spießen. Dafür nehme ich mir jetzt so ein Ding und ihr seht ja gerade die, da ist der Knochen in der Mitte. Da versuchen wir möglichst genau in der Mitte den durchzuschieben und schieben uns den schön bis hinten hin. Das machen wir jetzt mit dem kompletten Spieß, also beziehungsweise mit dem kompletten Hähnchen hier. Lasst ein klein bisschen Abstand, jetzt nicht viel, ein klein bisschen, ihr könnt es auch zusammendrücken, aber damit es überall knusprig wird, ist besser, wenn ihr ein ganz klein bisschen Abstand dazwischen lasst, sonst pappen sie so zusammen und an den Stellen werden sie halt nicht knusprig. So, jetzt haben wir hier unsere 7 Chorizos, sind ja nur angebunden, die schneiden wir mal eben ab. Ganz trocken weg. Zack. Und zack. Und habe hier noch diese 2 Mettwürstchen, die hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch im Kühlschrank. Und damit die nicht verkommen, machen wir uns die auch noch da drauf. Da möchte ich ungefähr dann jetzt 6 Stücke raus haben. Also schneide ich die jetzt in ungefähr gleich große Teile. Dann nehmen wir uns schon mal unseren nächsten Spieß. Fangen wir mit der Chorizo an, schön mittig durchzuspießen, genau so, eine,
Aha. Mit Wurst. Zack. Und wieder eine Chorizo. Die spießen wir jetzt mal alle auf. Da kümmern wir uns gleich noch um unser Hackfleisch. So, nehmen wir unser Rinderhack hier raus. Formen uns davon ein bisschen länglicher. So eine Wurst ungefähr. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich lege das jetzt mal hier so rein und drücke das jetzt hier rum. Dass wir das erstmal verschließen. Normalerweise wäre es clever gewesen, wenn man sich die Finger bzw. die Handschuhe, normalerweise macht man das auch so, ein bisschen anfeuchtet, also mal kurz in Wasser packt oder Wasser drüber laufen lässt, dann könnt ihr das besser verteilen, weil dann klebt das nicht und das ist ein kleiner Trick. Aber ein bisschen gleichmäßiger das Ganze noch hinzubekommen, aber es sieht schon gar nicht so verkehrt aus. So, Freunde, damit haben wir unsere beiden Spieße fertig und ich würde sagen, fürs erste Mal sieht das gar nicht verkehrt aus und damit gehen wir jetzt gleich an die Feuerplatte. So, Freunde, es kann losgehen. Ich habe mir hier meinen Anzündkamin in meine Feuerplatte eingefüllt. Jetzt fangen wir mal ganz trocken an, dass wir unsere Hähnchenspieße auflegen und hier geben wir unsere Churrasco Adana Kebab Spieß an und das lassen wir jetzt einfach mal so 5 Minuten, 10 Minuten drauf. Immer gucken unter ständigen Wänden, dass nicht schwarz wird. Eventuell ein bisschen unten drunter, wenn ihr merkt, dass zu viel Hitze kommt, die Kohle verteilen oder die Briketts, je nachdem, was ihr nehmt. Ihr könnt das Ganze auch mit Feuer machen, also mit Holz befeuern. Einfach mal ein bisschen schön Spaß haben und richtig grillen. Und heute seht ihr, wie das Fett aus den Chorizos und aus der Mettwurst austritt. Guckt euch den Kebab an. Der Adana Kebab kriegt schon leicht Farbe. Unsere schicken Dings sind auch auf dem richtigen Seht. Natürlich das ganze Fett, was jetzt austritt, tritt auf die Kohle. Ihr bekommt Flame Kisses. Richtig geil. Das ist geiles Grillen und das bei so einem Wetter. Wunderbar, was kann Schöneres geben. So, jetzt habe ich hier noch so ein paar Aufbackbrötchen besorgt. Die geben wir uns jetzt mal so schön über unseren Kebab. Gut, nach Möglichkeit so, dass sie nicht runterfallen. Legen wir sie erstmal hier auf unsere Chicken Wings, dass sie schon mal ein bisschen anknuspern. Und wenn ihr die nicht ganz durchschneidet, sollten die eigentlich im Normalfall schön darauf halten. So, dass wir schon mal ein paar Bräunungsgrade bekommen. Thank you.
Unser erster Spieß ist fertig mit unserem Adana-Kebab und unseren Chorizos und unser Mettwürstchen. Dann ziehen wir den mal runter. Ja, so wollten wir es haben. Dann nehmen wir noch eine Chorizo und eine Mettwurst dazu. Den Spieß einmal beiseite. Habe ich mir diese Brötchen, habt ihr gerade gesehen, aufgebacken. Jetzt schneiden wir uns mal hiervon ein Stückchen ab. Und Leute, wie ihr seht, perfekt. Bisschen saftig noch im Kern. Wunderbar. Habe ich hier noch so ein bisschen Eiweiß. Da stehe ich drauf. Gebe ich mir jetzt was. Klein bisschen auf die untere Brötchenhälfte. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt. So essen. Eine Soße nehmen, eine Barbecue-Soße, euch was selbst machen. Macht wie ihr wollt. Teile noch einmal in der Länge. Oh, mega. Dann legen wir uns den mal schön hier drauf. Teilen uns den einmal und wir haben wunderbares Fingerfood. Da beißen wir jetzt natürlich auch mal rein. Was soll ich euch sagen? Rinderhack, leckeres Gewürz, ein Brötchen, Eiweiß. Da gibt es nicht was, was nicht schmecken kann. Also das ist schon absolut geil. Nehmen wir uns ein Stück von unserer Mettwurst. Auch die natürlich. Super saftig. Und verdammt heiß. Auch die lecker. Und jetzt noch unsere Chorizo. Seht ihr, wie viel Paprika da drin ist eigentlich. Richtig geil. Wollen wir mal probieren. Auch die Chorizo ist super. Und unsere Chicken Wings brauchen noch ein paar Minuten. Aber da gucken wir jetzt gleich nochmal. So Freunde, auch die Chicken Wings sind fertig. Hättet ihr jetzt noch glasieren können oder. Aber wir haben ja ein bisschen Fingerfood gemacht. Haben jetzt ungefähr eine, ja ich sag mal, halbe Stunde, 35 Minuten waren die jetzt drauf, immer unter Wenn. Ziehen wir uns hier mal so ein paar ab. So, legen wir uns die anderen mal beiseite. Guckt euch das mal an. So sehen die aus. Das ist schon gar nicht verkehrt. Wollen wir mal einen probieren hier. Werden wahrscheinlich auch wahnsinnig heiß sein. Seht ihr? Super. Löst sich auch vom Knochen. Lecker. Mhm. Auch da konnte man nicht viel falsch machen. Bisschen Öl, eine Gewürzmischung seiner Wahl. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Vielleicht einen schönen Kommentar oder sogar ein Abo. Und wenn ich es mal am Wochenende nicht schaffe, ein Video einzustellen, dann ist es keine Absicht, aber meistens habe ich eine 6-Tage-Woche und habe auch noch ein kleines Mädchen hier rumlaufen, die auch mal was machen möchte und eine Frau. Ich gebe mir größte Mühe, dass ich euch immer am Laufen halte und wenn euch das gefallen hat, freue ich mich. Bis zum nächsten Mal, Barbecue aus Lichtendorf. Macht's gut.